Dreimal die Woche treffen sich die Tänzer der Movie-Stars zum Training. Showtanz und Garde stehen auf dem Programm. Senior- und Juniorgruppe trainieren hier zusammen. Nicht alle sind letzten Endes auf der Turnierbühne zu sehen, doch durch gemeinsames Üben lernen Einsteiger schneller dazu. Hartes Training ist erforderlich, denn Showtanz ist mehr als nur Tanzen. Hier ist gleichzeitig auch schauspielerisches Talent gefragt. Ein besonderer Augenmerk ist halt, einmal müssen die Kostüme irgendwie zum Thema passen. Man muss also wirklich sehen, was verkörpert die Gruppe, was stellen die dar. Ganz, ganz wichtig ist die Synchronität, aber auch der Ausdruck im Gesicht. Also man muss wirklich schon Schauspielern und die Leute so in seinen Bann ziehen, dass man die wirklich überzeugt, dass was man da macht, das ist man auch. Die Seniorgruppe hat sich dieses Jahr den Mallorca-Urlaub zum Thema gemacht. Viel Gelegenheit für komische Kostüme, ulkige Gesichter und lustige Tanzschritte. Die Movie-Stars existieren seit 1993. Alles begann mit einer Karnevalsgruppe von 5 Tänzern. Und noch immer sind Mitglieder aus der Gründungsphase dabei. Mittlerweile sind wir halt zu einem für uns großen Verein zusammengewachsen. Wir haben jetzt um die 30 Tänzer, sind tatsächlich immer auf der Suche auch nach Nachwuchs noch. Ne? Also jeder, der tanzen möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Ja, wir sind eigentlich ein total familiärer Verein. Uns ist so der Zusammenhalt total wichtig. Klar, die sportlichen Erfolge, über die freuen wir uns tierisch. Aber so der Zusammenhalt ist uns auch besonders wichtig. Sowohl Choreografie als auch Kostüme, alles ist selbst erdacht und entworfen. Und die Tänzerinnen zeigen vollen Körpereinsatz, wenn es um ihr Training geht. Doch was gefällt ihnen so gut am Showtanz? Wenn das Publikum Spaß hat. Also das finde ich so richtig gut. Also beim Training macht das halt mit den anderen Tänzern ganz viel Spaß. Und halt auf Auftritten und gerade auf dem Turnier, wenn das Publikum dann Spaß dabei hat, sich das anzuschauen, dann macht mir das richtig viel Spaß. Das Tanzen, das eben von Akrobatik? Ich glaube, die Tänze stellen an sich und die ersten Auftritte. Das ist so am meisten, was so interessant ist. Man weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren, die Turniere. Ja, das macht am meisten Spaß. Tanzen, üben, ja. Ja, dass das halt so familiär ist, dass man sich auf jeden verlassen kann und ja, eigentlich wirklich der Zusammenhalt. Ihr Zusammenhalt verhalf der Gruppe schon zu viel Erfolg. Durch ganz Deutschland reisen die Movie-Stars, um mit ihren kreativen Tänzen zu begeistern. Das Ergebnis? Mehrfacher NRW-Meister, Deutscher Meister und nun auch Europameister 2019. Boah, das kann man eigentlich gar nicht erklären, weil man hat halt nicht damit wirklich gerechnet und man war natürlich ein bisschen überfordert damit, kann man gut sagen, aber fühlt sich natürlich gut an, ist ein bisschen stolz drauf. Mega. Ja, nee, ist wirklich, also wir haben ja seit Jahren immer versucht, das zu erreichen und das jetzt erreicht zu haben, ist ein tolles Gefühl. Hinter dem Erfolg steckte allerdings noch eine ganz andere Motivation. Durch einen schweren Schicksalsschlag verlor der Verein seinen Vorstandsvorsitzenden, der gleichzeitig auch Vater der beiden Trainerinnen war. Wir sind so eng zueinander gewachsen, dass wir wirklich, also es gibt einfach so diverse Tage jetzt im Jahr, die verbringt man einfach zusammen. Das ist einfach so, da fragt auch keiner, warum, was ist heute, sondern man weiß das und man ist dann einfach da. Und wir haben einfach immer gesagt, wir machen das für ihn. Und er war so schon immer total stolz auf uns und wir haben gesagt, den ganz großen Sprung, den müssen wir einmal schaffen, dass er wirklich sagen kann, also meine Mädchen, das haben die jetzt gepackt. Und ich glaube, das war so eine innere Motivation, die man kaum beschreiben kann. Ich glaube aber, die trifft dieses Jahr ganz gut zu. Dennoch sind die Tänzerinnen sehr glücklich über ihren Erfolg. Mit Spannung warten sie auf das nächste Jahr und trainieren bereits für die nächste Europameisterschaft.